Am Beginn unserer heutigen Sitzung möchte ich unserem Kollegen, dem Abgeordneten Hakan Taş, für das ganze Haus unsere aufrichtige Solidarität versichern. Am letzten Wochenende wurde seine Wohnungstür mit Neonazi-Parolen beschmiert. Die anonymen Täter schreckten selbst vor einer Morddrohung gegen ihn nicht zurück. Ich bin überzeugt, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Täter schnell zu fassen. Es bedarf schon einer gehörigen Portion krimineller Energie, ganz gezielt die Privatadresse eines Abgeordneten aufzuspüren und feige Gewaltandrohung als Mittel der Einschüchterung gegen einen frei gewählten Abgeordneten zu richten. Das Abgeordnetenhaus verurteilt diese menschenverachtende und verabscheuungswürdige Tat auf das Schärfste. Wir sind auch bei der Familie des Kollegen und den Nachbarn, die genauso in Angst und Schrecken versetzt wurden. Unsere demokratische und offene Gesellschaft hat keinen Platz für Hass und Gewalt, keinen Platz für Extremisten und Rassisten.